Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Ehrenfried und Aachen. Wir befinden uns im Jahr 882. Es ist der 29. Mai und das Wetter ist schön. Heute ist ein guter Tag, wie ich finde. Norbert ist zurückgekehrt mit einem Anspruch, einem glitzernden Anspruch in Gold, so wie gewünscht. Und zwar haben wir endlich den Anspruch auf die Grafschaft von Geldern, wo auch der Herr Wichmann weilt. Und ich denke mal, wir werden gleich starten und ihm den Krieg erklären und die Sache endlich mal abschließen, die Rivalität auch sein lassen. Wir werden ihn von der Tischkante fegen, irgendwie so, wenn das existiert. Bevor wir das machen, schauen wir uns noch kurz an, wie die Lage ist. Wir haben aktuell 1117 Aufgebote bzw. Soldaten insgesamt. Wir haben, was steht hier, 812 Aufgebote, 5 Ritter und 300 Bogenkämpfer. Die Bogenkämpfer haben wir in der letzten Folge gekauft, um den Plänklern etwas entgegensetzen zu können, weil der Herr Wichmann hat ja Plänkler. Und ich denke mal, dass wir jetzt eigentlich gut gerüstet sind. Wir haben nicht so viel Geld. Das heißt, ich glaube, dass wenn wir jetzt in den Krieg gehen, wir auch weniger Einkommen haben, beziehungsweise auch direkt ins Negative rutschen. Es kann sein, dass Herr Wichmann mit seinen 112 Gold dann wieder Söldner holt. Das wären dann irgendwie 1500 Soldaten. Und als Backup haben wir ja natürlich unseren Verbündeten mit 732. Und ich werde sofort den Verbündeten rufen, damit wir auch keine Probleme im Krieg haben. Genau. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Aber der Ehrenfried, der sieht ausdrucksstark aus, ist ein bisschen gealtert und es ist ein schöner Tag, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, alle haben ihre Schwerter in der Hand und es geht ab nach Geldern. Das machen wir auch. Wir werden da noch kurz den Herrn Wichmann werden den anheften und dann sehen wir den oben auch mit seinen Aufgeboten, was sich dann auch gleich verändert. Übrigens ist auch, glaube ich, die eine Mod, die ich verlinkt habe, dass man auch mehr Informationen hat, ist sehr praktisch. Da muss man nicht immer auf den Charakter klicken. Und damit fangen wir an. Es geht los. Herr Wichmann, ich bin wieder zurück und ich habe Ansprüche. Wieder, ja. Okay, jetzt bin ich. Los geht's. Der große Moment ist gekommen. Wir werden die Flagge in der Stadt von Tilburg starten. Armeen ausheben. Gleich sofort den Graf von Öd, den Ödis, den werden wir rufen. 75 Prestige. Er wird uns wieder helfen. Er ist ein guter Freund. Guter Verbündeter. Um Frieda kümmern wir uns später. Was können wir denn noch machen? Wir wollen jetzt noch keinen zweiten Krieg. Nein, bitte keinen zweiten Krieg. Wir gehen mal auf Befehlshaber ausbilden, dass der Rest bleibt so. Schauen wir uns mal die Armeen an. Es ist der Amadeus. Wie immer. Immer da, pünktlich. Mit seiner Fortner-Eigenschaft, die uns hier in diesem Fall wird sie uns nichts bringen, aber wenn wir später Arnheim angreifen würden, dann hätten wir hier einen Vorteil. Wenn wir hier über die kleine Brücke gehen, dann haben wir keinen Malus. Das ist eigentlich sehr gut hier, vor allem in der Gegend ist die Furtner-Eigenschaft extrem gut, wie ich gerade sehe. Und los geht's. Ich denke mal, starten. Er wird sich dem Krieg anschließen. Das ist der Öd. Warum hat er minus 25? Ich dachte, er war im Positiven. Spielt keine Rolle. Er kommt. Er wird uns helfen. Wir haben hier 680.
Wir haben einen 14er beim Herrn Wichmann. Es ist der Lambert mit einer Maske. Ja, das liegt wohl daran, dass wenn er verliert, er will nicht sein Gesicht da zur Schau stellen. Weil in 7 Tagen haben wir es endlich geschafft. So, kurz anhalten. Was sehen wir hier? Experte für offenes Gelände. Er hat +4. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal mit dem Würfelglück gewinnen. Oder eben einfach mit der Anzahl der Soldaten. Was haben wir hier? Unser Gieselbart ist ja schon wieder da. Bei der Erfüllung seiner Pflichten. Jawohl, was haben wir für ein Geheimnis? Wir werden das jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Und zwar, er hat Komplotte geschmiedet. Okay, also der Herzog Budwin von Flandern wollte Herzog Anzo ermorden. Flandern ist da und Anzo, ist da unten. Alles klar. Interessiert uns jetzt auch nicht. Wir schauen uns die Schlacht hier an, klicken nochmal drauf. Und es sieht klar nach einem Sieg für uns aus. Das freut den Ehrenfried. Er schaut natürlich mit einem Fernglas direkt aus Aachen rüber nach Geldern. Und da ist es passiert. Oh nein, unser Ritter Amadeus. Wurde er verwundet? Habe ich das gerade richtig gelesen? Ihm fehlt ein Arm. Oh mein Gott, Amadeus. Du gibst einfach alles. Guck mal, wie der da drauf knüppelt und knüppelt und ja. Los geht's, Amadeus, mit einem Arm. Oh Mann, er hat's geschafft. Schauen wir uns mal kurz die Schlacht an. Diese Schlacht wird dokumentiert und in die Aachener Bibliothek abgelegt. Wie wir die Armee von Herrn Wichmann geschlagen haben. Die Schlacht in Geldern, schauen wir uns die Details an. Wir haben Bogenkämpfer, 100 Tote und Verluste 34. Auf der anderen Seite haben wir Tote 80 und Verluste 100. Das heißt, unsere Bogenkämpfer haben ja ordentlich auch aufgeräumt. Aufgebote, ja, das schauen wir uns an. Ritter, keinen verloren. Wir haben eigentlich nur, wo ist er? Unser Amadeus wurde in der Schlacht verwundet. Amadeus. Oh Mann, verstümmelt ist er jetzt. Er hat auch -2 Kriegsführung. Oh, Amadeus. Ja, ich hoffe, du hast deine Invalidenversicherung. So als Ritter werde ich dich nicht mehr einstellen. Der hat jetzt 12. Haben wir einen besseren? Oh, ich könnte jetzt natürlich ganz groß rauskommen. Also, Ehrenfried kommt jetzt ganz groß raus und sagt, hey, ich habe jetzt gerade hier aufgeräumt. Aber nein, wir schonen unseren Ehrenfried. Er hat noch viel vor sich. Könnten hier einen anheuern, einen Gast. Aber er ist auch vernarbt und es sieht nicht gut aus. Dann lassen wir jetzt einfach mal den Amadeus den Krieg führen. Ich denke mal, dass wir keine großen Hindernisse jetzt mehr erleben werden. Es sei denn, ne? Diese verdammten Söldner. Und wie gerade auch gesagt, -0,6, schlimm ist es nicht. Aber es ist auch nicht langfristig gut für uns und wir haben ja auch nicht so viel Gold. Der Wichmann, der kommt, beziehungsweise Lambert, im Auftrag vom Wichmann, der kommt. Oder der kommt nicht. Der geht jetzt schön erstmal nach Holland, an die See. Nach Antwerpen. Da gibt es nur Printen, Lambert. Da gibt es nur Printen. Und da kommt unser Verbündeter, Freund und Helfer, Befehlshaber Ansel, eifriger Abenteurer im Auftrag von Ödes. Einfach ein guter Kerl. Einfach ein guter Kerl. Wir haben jetzt hier +20%. Und ich glaube, da wird es gleich zur Schlacht kommen. Schauen wir uns einfach die Schlacht an. Ich denke mal, die wird auch in Maastricht stattfinden, oder? Schafft er das?
5. November und er ist weg am 31. Oktober. Das wird er nicht schaffen. Der ist vorher weg. Das ist ein flinker Kerl, ne? Der Lambert, der flinke Füße. Oh, jetzt hat er sein Schwert gezogen. Ah, der schafft das auch nicht. Ah. So gut sieht es nicht aus. Aber jetzt. Jetzt wird es zur zweiten Schlacht kommen. Und zwar von Öd gegen Wichmann. Und zwar erwarten wir die Schlacht jetzt. Also wir haben jetzt... Oh, das ist natürlich nicht so gut, wie man hier sieht. Unser Verbündeter hat Reiterei und er kontert natürlich mit den Plänklern, mit den Pikenieren. Das wird nicht gut ausgehen, beziehungsweise ich denke mal, wir werden schon gewinnen, aber er wird schon Verluste haben. Der Öd wird schon Verluste haben. Jürgen wird erwachsen. Ehrenfried, Friederike, seht ihr das? Jürgen Edsonen, wie er aussieht. Erinnert ihr euch, als er noch 0 Jahre alt war mit einem Verwaltungspunkt und jetzt hat er 9? Er ist ein knausriger Buchhalter. Er ist fleißig geworden, paranoid, ungeduldig. Seine Frau ist Robertine, ja, wir erinnern uns auch an Robertine. Ehrgeizig, geduldig, stur. Wir müssen uns natürlich Jürgen anschauen, der ist ja unser Spielererbe. Wir werden ihn sehr wahrscheinlich auch spielen. Ja, ich bin stolz auf dich, Jürgen, mit deinen 16 Jahren. Du siehst so groß aus, so kräftig. Ich bin stolz auf dich. Papa ist stolz. Ich bin stolz darauf, meinen Sohn nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsenen zu sehen. Wie schnell sie doch flüge werden. Ach, so stolz. Der stolzeste Stolz, stolzeste Papa, den es gibt in Aachen, ist Ehrenfried. Und die beiden können jetzt sogar auch heiraten, wenn sie es jetzt nicht schon getan haben. Ich glaube, die haben es einfach getan. Ja. Alle weg, Nachrichten weg, weg. Wir schauen uns jetzt auch hier wieder die Schlacht an. Meine verhasste Verwandtschaft. Bei jedem Schritt, den Gräfin Engeltrudis... Ey, sieh schon wieder, Engeltrudis. Was hast du denn eigentlich mit mir? Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt kommunizieren. Aber gut, Engeltrudis auf mich zumacht, sinkt mein Herz weiter. Was will diese Unperson denn nun schon wieder? Ja, das frage ich mich auch. Graf Ehrenfried, ihr werdet nicht glauben, was dieser Schwachkopf Ernst heute getan hat. Wer ist Ernst? Trudi, wer ist Ernst? Wer bist du? Ernst, 36. Böse Eiferer. Ist Ratsmarschall von Engeltrudis. Okay. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist, vor mir so über Ernst herzuziehen, doch dem musste ich schleunigst ein Ende setzen. Unsere Begegnung war so unangenehm wie immer. Ja, erhaltet, unzweifelhaft umworben. Frömmigkeit 0,5, das ist sehr gut, danke Engeltrudi, aber ganz ehrlich, vielen Dank, ja. Aber wir haben doch mit dir nichts am Hut. Bist da unten irgendwo in Metz? Oh, jetzt. Achtung. Die Schlacht ist gewonnen. Wir haben eine wertvolle Geisel genommen. Und zwar Wichmanns Sohn und Erbe. Ho, ho, ho. Herr Wichmann. Schau mal, wen ich hier habe. Den Wichimann. Den kleinen Wichimann. Oh, Mann. Es wird immer besser für unseren kleinen Ehrenfried, der sein Reich erweitern kann. Oh, wir haben ja schon 100%. Wir müssen jetzt nicht weiter. In diesem Fall, es ist der 9. Februar, 883. Ehrenfried hat im dritten Aachenerischen Anspruch auf die Grafschaft von Geldern endlich gesiegt und kann seine Forderungen entzwingen. Auf der anderen Seite sehen wir Herrn Wichmann mit der eingekerkerten Frau. Ja, das geschieht dir recht, Herr Wichmann. Das geschieht dir recht. Ja, und deine Mütze, ja, deine Kapuze sieht jetzt auch nicht so toll aus. Also, jetzt will ich mal sehen, was der Herr Wichmann, wie der jetzt hier gegenüber uns auftritt. Also, mal die andere Seite, Herr Wichmann. Ich werde alle Geiseln freilassen, kein Problem. Dein Kind kommt zurück, deine Frau kannst du haben. Aber ich will die Grafschaft. Die Stadt, danke auch.
sehr gut. 15 Ruhm und der Rest wird aufgeteilt. Es ist geschehen. An den geschwätzigen Ehrenfried. Mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Ja, Herr Wichmann, jetzt bist du nicht mehr so stark, hä? Du bist jetzt eigentlich der Wischiwaschi-Mann. Mit dir habe ich abgewaschen habe ich dich. So, jetzt her mit Geldern. Und seht ihr das? Wir sind richtig gewachsen. Herzogtümer, Titel. Ja, es ist nicht so toll. Eigentlich wollten wir ganz am Anfang Kleve einnehmen. Was sich hier befindet. Aber ja, so ist das Leben nun mal. Kleve kommt wahrscheinlich später. Wir haben jetzt... Wir werden alle auflösen. Die Situation wird jetzt so sein. Wir gehen wieder zurück in den Rat. Und... ja. Wir danken jetzt einfach mal allen. Herr Norbert, ja, Norbert, vielen Dank für deine Arbeit, hast du gut gemacht, wie immer, Top-Leistung, 85, vielleicht müssen wir dich bald mal wieder beeinflussen. Mein hat, keine Ahnung, wie, du liest den ganzen Tag immer denselben Text, ich weiß nicht, was das bringt. Mannegold, ja, ich bin langsam zufrieden mit dir. Und Iselbart, Man of the Year. Und obwohl wir nichts mit seinen Hooks anfangen können, danke, und Amadeus. Also mit Redbot hätten wir das ja nicht geschafft, ne? Aber mit dir, Amadeus. Ich würde jetzt gerade sagen, so High Five, aber du hältst gerade dein Schwert in der Hand. Also ich glaube, das kommt nicht gut. Das ist ein bisschen peinlich. Aber gute Arbeit. Und ich denke mal, wir gönnen dir jetzt eine Auszeit. Wir werden wahrscheinlich einen anderen Ratsmarschall finden, der deine Stelle übernimmt, der das Zepter weiterträgt sozusagen, weil... Ich will nicht, dass du da mit deinem Arm kämpfst. Wie sieht denn das aus? So. Herr Wichmann ist jetzt... Was ist Herr Wichmann geworden? Der Wichmann ist jetzt Graf Wichmann von Arnheim. Er musste umziehen. Er musste schnell hier über die kleine Brücke gehen. Hier so, durch diesen kleinen Wald und dann noch kurz umziehen mit seiner Familie. Warum ist seine Frau immer noch eingekehrt? Herr Wichmann... über Domänenschwelle. Ja, genau. Das müssen wir natürlich klären. Eins noch, Amadeus. Ne? Gute Arbeit, aber trotzdem hast du noch was zu tun. Und zwar musst du die Kontrolle nochmal in Geldern erhöhen. Das ist ganz wichtig. Ich will Geld nämlich in Geldern haben. Und zwar, jetzt haben wir Antwerpen. Wir haben Geldern. Wir schauen uns mal an. Die Entwicklung ist 7. Das ist nicht verkehrt. Am Anfang ist es ja sowieso nicht so hoch. 7 ist sie auch in Antwerpen. Ich glaube, in Aachen haben wir eine größere Entwicklung. Nein, 6. Und hier haben wir 5. Das heißt, Geldern und Antwerpen sind in der Entwicklung ebenbürtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Geld oder wie viele Steuern ich bekommen werde von Geldern. Aber ich werde, glaube ich, Geld dann abtreten, weil wir müssen ja eine Domäne weitergeben. Und wir müssen uns eine Person aussuchen, die in der Lage ist, auch ja, so eine Grafschaft zu führen. Und die dann nicht sofort dann meckert und allerlei von mir will. Und ich denke mal, Mannegold hat so gute Arbeit geleistet. Er ist auch im Rat. Und er hat es einfach verdient. Seht ihn euch an. Also der Mannegold, ne? Ihm ist einfach nichts zu schade. Der trägt auch diese Kettenkapuze zu Hause, während er mit seiner Frau da rumhockt, trägt er. Also Mannegold, gute Arbeit, ja. Ich werde dir jetzt den Titel geben. Grafschaft von Geldern. Mannegold wird ein Vasall von König... Das können wir jetzt nicht machen. Nein, das können wir nicht machen. Wir müssen ja zuerst Herzog werden. Der wird ja sonst unabhängig. Wir wollen ja nicht, dass der unabhängig wird. Okay. Also wir werden jetzt damit leben müssen, dass die Domäne jetzt 4 von 3 ist.
Oh Gott. Ach, da ist die. Die ist ja bei mir. Herr Wichmann, hier. Nimmst du mal deine Frau mit, ja? Für 25 Gold. Kannst du haben. Kannst du haben. Ich bin dir jetzt nicht mehr böse. Kannst du ja weg von der Liste. Vielleicht ist er jetzt gerade noch. Nein, wir haben den nicht mehr hier drin. Wir haben ein weiteres Geheimnis offenbart. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Aachen. Und die große Rivalität ist zu Ende. Und Herr Wichmann ist zurückgekehrt nach Arnheim. Ehrenfried hat seine Ehre wieder. Das ist der Ehrenfried neu. Und ja, gestärkt blicken wir in die Zukunft mit einem starken Aachen. Als nächstes Ziel haben wir hier Kleve im Visier. Und natürlich auch das Herzogtum Aachen. Oder Jülich heißt es, glaube ich. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.